Betrachte ich die Kinder und Jugendlichen in meiner Heimatstadt, dann denke ich mir immer wieder, dass jeder zweite Junge einen Nintendo DS hat. Diese kleine Spielkonsole, die man locker in der Jackentasche mit sich führt, bietet zu jedem Spielethema das passende Spiel. Doch was ist für Kinder sinnvoll? Wir haben uns etwas umgehört und unser erster Gesprächspartner zum Thema DS-Spiele ist der Felix Buschbaum. Also, da hätten wir beispielsweise einmal für die jüngere Zielgruppe das Dirke Junior Quiz Geografie. Das hat der Publisher Rondomedia gemeinsam mit dem Westermann Verlag entwickelt, den wir alle von dem Dirke Atlas kennen, den wir alle in der Schule gehabt haben. Das Programm wendet sich an Grundschüler, primär in der 3. und 4. Klasse und vermittelt auf spielerische Weise mit 12 verschiedenen Lernspielvarianten ein gewisses Basiswissen im Bereich der Geografie. Da geht es um Länder, Städte, um Wahrzeichen in Städten, die zugeordnet werden müssen, um Flaggen, um Tiere, die man einzelnen Regionen auf unserem Planeten zuordnen muss. Und das Ganze ist eigentlich sehr witzig aufgemacht, ganz bunt. Dadurch, dass es diese ganz vielen verschiedenen Spielvarianten sind, ist immer Abwechslung drin. Es ist eine richtig gelungene Kombi zwischen Spiel- und Lernprogramm. Und damit der Motivationsfaktor natürlich nicht zu kurz kommt, gibt es auch Trophäen und Highscore-Listen. Das heißt, man kann da auch so ein bisschen immer sich selbst motivieren, indem man sagt, ich will noch eine Goldmedaille haben, noch eine extra Trophäe haben und ich will meinen eigenen Highscore knacken. Und das macht eigentlich ganz viel Spaß, ist also nicht so ein trockenes Lernprogramm und eignet sich, wie gesagt, gegebenenfalls auch schon noch ein bisschen für jüngere und für ältere Spieler, wo man sagen kann, die brauchen einfach ein bisschen Unterstützung in Geografie oder wollen eben nicht nur so ein reines Spiel haben, sondern das soll wirklich ein bisschen was lehren. Reiches dabei sein. Das Ganze kostet 29,90 Euro und ist ab Ende November im Handel erhältlich. Und für etwas ältere Spieler gibt es dann noch den Titel Emergency 2012, ebenfalls für den Nintendo DS. Da geht es darum, in Notfallsituationen ein bisschen den kühlen Kopf zu bewahren und die Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten möglichst effektiv zu koordinieren. Da geht es darum, Menschen zu helfen, Brände zu löschen oder sogar gegebenenfalls bei einer Demonstration oder Ähnlichem bei Unruhen Unruhestifter dingfest zu machen. Da gibt es 4 verschiedene Szenarien. Das ist beispielsweise einmal Berlin, das unter einer Hitzewelle leidet, Paris, das von einem schweren Sturm zerstört worden ist, oder München, das unter einer ganz dicken Schneedecke versinkt. Und da muss man dann halt sich darum kümmern, dass Gasleitungen, die geplatzt sind, wieder repariert werden, dass Überschwemmungen, dass da Autos rausgezogen werden und dass Menschen, die zu Schaden gekommen sind, mit dem Notarztwagen abtransportiert werden. Das Ganze umfasst 16 Missionen, erfordert richtig ein bisschen Köpfchen, man muss gut nachdenken, man muss planen, schnelle Reaktion ist gefragt.